Okay, Freunde, jetzt geht's aber los. Darauf haben wir alle lange gewartet. Eine Riesenkiste ist das. Ich krieg die ja kaum ins Bild. Polforce Movie Knives. Da sieht man es dann nochmal, das werden wir dann auf dem Messer sehen. Hier dieses Logo hier mit D.Pol Signature Series. Das symbolisiert immer Messer aus dem First Production Run. Und hier seht ihr eins von 1200. Dann haben wir ja das typische Polforce Logo drauf, Movie Knives drunter. Und hier eben noch die ganzen Movie Knives von Dietmar Pol sind ja alle hier designrechtlich geschützt. Cool. Dann haben wir hier noch Bezeichnung auf der Seite. Last Blood MK8 ohne Seriennummer. Rest ist blank. Also schauen wir mal rein. Hier seht ihr gleich noch die Kydex. Die gibt es optional. Legen wir mal zur Seite. Schauen wir nachher an. So. Das ist dann noch im Paket mit dabei. Haben wir einmal Dietmar Pol auf der Terrasse von dem Haus aus dem letzten Rambo-Film, wo sie gedreht haben. Und nochmal hier beim Quality-Check. Jedes Messer geht durch seine Hände. Das ist cool. Guckt der Chef nochmal persönlich drüber. Das ist dann noch das Set, wo dazugehört. Hier haben wir den schwarzen Patch, der eben den MK18 dabei liegt. Und dann gibt es noch den grünen, der dem 19er dabei liegt. Die gibt es nicht zu kaufen für die Patch-Fans, Sammler und Polforce und Rambo-Fans. Ich habe ein paar Doppelsets bekommen, die werden wir dann später nochmal in Giveaways verlosen, ne, um so ein bisschen zu überbrücken zwischen den beiden Messern. Also bleibt hier auf dem Kanal bei, macht ein Lassen Abo da, dann kriegt ihr mit, wann das Giveaway ist. Vielleicht haben ein paar von euch Glück und können dann so ein Ding gewinnen. Dann ist nur so ein Mikrofasertüchchen dabei, ne? Standard. Und hier noch das Zertifikat. Hier sieht man nochmal Dietmar ebenfalls in dieser Filmkulisse mit dem MK9. Das Interessante hier drin ist aber, mal gucken, ob er es gut erkennen kann. Könnt ihr mal anhalten, könnt ihr den Text schauen. Das Bild hinter dem Text, ne, das ist Dietmar Pol als 16-Jähriger auf dem Weg zum Rambo 1 Film mit seiner M65 Militärjacke. War damals schon eine coole Socke. Und Fan davon, ne? Ich glaube, wer war das nicht, ne? Wer hatte denn nicht solche Jacken, ne? Hatte ich auch als kleiner Stöpsel hier, so diese ersten Bomberjacken, wo es dann mal ein bisschen gab. M65 Jacken, ja, das war alles so ein Must-Have. Ja, 80er war halt einfach noch cool, ne? Cool. Genau. Er sagt, es war ein langer Weg, ne? Vom ersten bis zum letzten Rambo-Film und er war Fan von Anfang an und das ist natürlich extrem cool für so einen Messermacher wie ihn hier dann mal wirklich das Rambo-Messer bauen zu dürfen. Ne? Das ist schon fast Hall of Fame. Ne? Hier sieht es dann das Zertifikat aus. Alle nochmal von ihm überprüft, unterschrieben, was hier natürlich geil ist, meins. 29. April 2021. Klasse, ne? Mein Geburtstag wurde das Messer hier nochmal von ihm freigegeben für den Verkauf als überprüfter MK8 Serienmesser Last Blood CNC hoch 2 Polforce Design. Ja, das liegt als Zertifikat dabei. Ne? So, das Video geht jetzt aber auch schon wieder ewig lang und er sagt zu Recht, Mensch, Alter, jetzt zeig endlich mal das Messer und nicht den Krimskrams, der dabei liegt. Aber die Fans interessiert sowas natürlich auch. So, also, die Goodies machen wir mal weg. Und da kommt das schöne Stück zum Vorschein. Was für ein Brocken. Und das ist ja noch das Kleine, ne? Denn das MK9 ist noch ein Tacken, ne? Ein bisschen mehr Stahl dran, allein von der Klingenform. Aber das ist natürlich geil, weil Bowie, so Bowie-Style, ist absolut mein Ding. So, wir lassen es aber trotzdem noch drin, wir fangen mit der Scheide an. Oh, ich quäle euch, ne? Ich weiß. Große, schwere Lederscheide. Da ist auch nochmal, geht alles nochmal durch seine Hände. Und diese nochmal hier, die First Run Signature Edition, wird auch nochmal von ihm signiert. Hier seht ihr die Schlaufe für die berühmte Beinschlaufe. Ne? Das liegt dann hier mit dabei. Das ist nicht wie einfach nur ein Lederriemen wie im Originalfilm in First Blood, sondern das ist hier so ein richtiger Lederriemen. Ne? Also für jemanden, der das Ding dann wirklich nutzt, ne? In den Wald geht damit,
Abenteuer erlebt, Survival, Outdoor, Wandern oder ein Jäger ist und sagt, okay, ich brauche ein richtig schweres, robustes Messer dabei, der kann sich das natürlich hier über die große Gürtelschlaufe an die Koppel machen und mit dem Beingurt festmachen, damit beim Ziehen nichts passiert, ne? Apropos Schlaufe, das Ding ist riesig, also das ist so gemacht, da kriegst du also auch wirklich, ihr seht jetzt, meine ganze Hand passt durch, schwere Militärkoppeln hier durch, jeder Ledergürtel passt und wenn dann natürlich der Ledergürtel nur halb so groß ist, dann könnte das ja beim Ziehen hin und her rutschen, darum die Beinschlaufe, oder du hast halt wirklich, ne, ich meine, wenn du zum Beispiel als Jäger unterwegs bist, hast du sowieso schon so viel Krempel, da brauchst du sowieso eine schwere Koppel, aber das Teil kannst du hier auch an eine Koppel machen, ne? Das ist ja auch ein Militärmesser, ne? So, machen wir mal weg. Jetzt holen wir mal das Teil hier raus. Mein lieber Scholle. Richtig geil gestaltet. Also ein riesiger Griff. Ihr seht, meine Hände sind, naja, dürften zwei Nummern größer sein. Also das ist ein Brocken von Messer. So, Kiste machen wir mal weg. Das ist, glaube ich, einer der größten Messerkisten, die ich bisher bekommen habe. Aber auch ein großes Messer. So, Lanyard ist cool gemacht. Das hier, das Loch im Stahl sieht man nicht. Das ist eigentlich unterm G10-Griff und der ist hier noch, hat hier hinten eben zwei Löcher und da kann man das eben durchfädeln. Aber es hat so viel Spiel, dass das hier Ding sogar elastisch ist. Wie schon erwähnt, Material und Knoten identisch wie im Filmset. Das Modell ist absolut Full Tank Bauweise. Geht hier in voller Materialstärke hinten raus bis zu dem Crusher hier. Der ist nicht scharf, also das ist keine Klinge, aber er läuft schön dünn zusammen aus und spitz. Also damit kannst du einiges klein machen. Am MK8 haben wir dann hier diesen schönen 3D gefrästen G10 Griff. Das ist ein super Material, einfach unverwüschlich. Kann man gut wieder reinigen, wird auch nicht fleckig, schmutzig oder sonst irgendwas. Wenn es da mal ein bisschen härter zur Sache geht, Ballistolappen drüber, fertig. Das wird schön sauber und glänzt wieder. Dann haben wir hier den aufgeschobenen Stahlguard. Auch cool, aus dem Vollen gefräst, wurde nicht an Material gespart an dem Messer. Richtig cooler Fingerschutz, ne? Und vom Griff her und Volumen her kannst du natürlich auch wunderbar selbst mit den dicksten Winterhandschuhen arbeiten. Also das ist so ein für den Jäger ein Ganzjahresmesser. Und mit 20 cm Klingenlänge auch lang genug für jegliche Aufgaben. Hier sehen wir dann nochmal dieses Logo von der First Production ran, die Signature Series, die Pol. Und sonst haben wir hier nur noch, jeder der Filmmesser hat ja immer diese Patentnummer drauf, da die ja nach patentgeschützte Designs sind. Und auf der Rückseite haben wir Polforce und ja, noch eine Seriennummer. Cool. Was mir auch gefällt, ist hier dieses zweifarbige, hier die Flanken entsatiniert und dann der Rest hier eben matt gestrahlt. Das sieht echt cool aus. Nicht zu viel, nur so ein kleiner Bereich ist eben hier glänzend, darum ist es nicht so shiny oder bling bling, sondern eher das Ganze matt, aber doch noch so ein bisschen einfach ein Eyecatcher. Ne? Ihr seht es hier, wenn das Licht sich so entspiegelt, es sieht einfach cool aus. Massiv verschraubt der Griff. Ja, im Vergleich zu den ersten Rambo-Filmen eben hier kein Angelzeug mehr mit drin. Ne? Sondern richtig professionell. Kein Vergleich zu den ersten Messern. Hier haben wir nochmal ganz dezent auf dem Klingenrücken Poldesign. Hier haben wir eine schöne Daumenrampe. Hier vorne der Fingerzeul ist stark genug. Du kannst hier nach vorne gehen und hier drauflegen für irgendwelche feinen Schneidaufgaben. Aber ich würde mal sagen, bei der Klinge und bei der Schneide würde ich mit der Hand lieber immer mal schön hinterm Fingerschutz bleiben, hinterm Handschutz bleiben. Jetzt wisst ihr auch, wieso sie beim Stuntmesser für die Special Effect Leute und Stuntman hier mal einen Cut gemacht haben und hier vorne ein
ungefährlichen Teil angebracht haben. Denn das ist kein Spielzeug, das ist keine Filmrequisite, das ist ein voll ausgewachsenes, 100% taugliches Outdoor-Survival-Kampfmesser. Das ist kein Spielzeug und gehört nicht in die Hände von Kindern, Freunde. Nicht so wie wir früher als Kiddies. Ja, aber ich sag mal so, die Messer damals, die waren nicht gerade scharf und auch nicht gerade spitz. Kein Vergleich zu dem, was hier heute an professioneller Qualität abgeliefert wird. Cool. Lederscheide, schwer massiv, wie alle Lederscheiden natürlich. Wenn das alles ganz brandfrisch ist, dann geht das natürlich alles noch ein bisschen schwer rein. Darum vielleicht am Anfang mal das Messer reinstecken und ein paar Tage drin lassen. Dann gewöhnt sich so ein Leder ziemlich schnell an das Messer und gibt dann eben eine schöne Form da drin ab. Und dann ist es auch mal leichter zu ziehen und zu stecken. Aber das hat Leder halt so an sich. Brauchst du aber eine Lederscheide gleich mit zu viel Spiel am Anfang, dass es schön rein und raus passt, dann hast du irgendwann wackelt das Ding einfach nur noch drin rum und das soll ja eigentlich immer schön sitzen. Darum macht man eine Lederscheide am Anfang ziemlich passgenau und dann passt sich das Messer da schon rein. Aber es weiß jeder, der schon mal so mit Leder irgendwelche Lederartikel gehabt hat. Das ist wie mit den Brieftaschen und den EC-Karten aus Leder. Am Anfang spannen sie noch, irgendwann fliegen sie raus und muss eine zweite reinstecken. Das Leder gibt dir da immer noch ein bisschen nach. Da haben wir nochmal Polforce geprägt unter der Unterschrift. Ja, richtig geiles Set. Da muss ich mir einen schönen Platz noch für aussuchen. Für ein echtes erstes Rambo-Knife. So, jetzt können wir noch einen Blick auf die... Ach so, Mensch, wir haben ja hier nicht so die wichtigsten Sachen vergessen. Die Daten, ne? Die Daten. 20 cm Klinge. 35 cm Gesamtlänge. Klingenstärke am Rücken 6 mm. Und läuft hinter der Schneide auf 1 mm runter. Also das Ding ist robust und massiv genug. Damit solltest du so ziemlich alles anstellen können. Aber auch hier nochmal erwähnt, auch wenn ein Messer noch so stark ist, es ist kein Hebelwerkzeug, es ist ein Schneidwerkzeug. 20 cm Klinge, 35 cm Gesamtlänge. Ich habe jetzt auf der Waage gemessen, mal ohne Lanyard rein. Das Messer war 545 Gramm, so 550 Gramm. Mit dem Lanyard, also über ein halbes Kilo Stahl und G10. Na, bei dem Modell ist eben der Guard noch aus. Bei den anderen Modellen wird hier mit Titan gearbeitet. Da sparst du vielleicht ein bisschen Gewicht. Und wenn du dann vielleicht die Holz- oder Mikata-Griffschalen haben, die sind vielleicht auch noch ein bisschen leichter. G10 hat ein recht hohes Eigengewicht. Sparst du ein paar Gramm. Aber bei der Größe ist das eigentlich irrelevant. Und es liegt so richtig fett in der Hand. Du merkst so richtig. Ich meine, das ist ja immer ein schönes Gefühl, wenn du so ein Messer in die Hand nimmst. Wenn das so super leicht wäre, das ganze Messer aus Titan zum Beispiel, und denkst, das ist viel zu leicht, das ist ja, ne? Und so ein richtig massives, schweres Messer, das vermittelt dir ein gutes Gefühl, ne? Nach dem Motto, da hast du was für dein Geld gekriegt, ne? Also Gewicht, Preis-Gewicht-Verhältnis ist hier recht gut. Ups, ja, Stativ kaputt. Genau, 20 cm, 35, 6 mm Klingenstärke, 90 CR18 MOV-Stahl in dem Fall. Im Set ist immer die Lederscheide mit dabei, entweder die braune dann eben bei dem MK9 Mikata oder hier die schön schwarze. Beim MK8 optional gibt es dann noch, wer sagt, ach, Leder ist nicht so mein Fall, ich hätte doch ganz gern lieber eine Kydex. Gibt es natürlich optional passend für beide Messer eine große Kydex. Schön gearbeitet mit wirklich, also das ist kein Autogurtmaterial, Freunde, das ist das zäheste und robusteste Nylon-Gurtmaterial, das ich je erlebt habe, was aber gut ist. Es ist trotzdem elastisch am Gürtel, aber nicht so, dass es dir in der Gegend rumschlagert, weil das ist wirklich ein echt heftiges Material. Also wenn du das von der Rolle hättest, damit könntest du wirklich extrem Schneidtests machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mit einem Cut gibt es da kein Messer, was hier durchkommt. Das ist ja wirklich, also das Zeug ist kugelsicher. Aber muss natürlich auch sein, dass sowas lange hält. Das ist hier dreifach doppelt vernäht. Also das ist nicht schlecht, ihr könnt es aber auch abschrauben und könnt euch dann irgendwelche anderen Halterungssysteme dran bauen, wenn ihr sagt, bauen massives Techlock dran oder so. Oder sich selber was dran bauen, je nach Möglichkeiten.
Und hier unten sind nochmal Schlitze drin, denn auch hier an diesem Messer gibt es einen Beingurt. Das ist gut gemacht. Der hat hier so ein elastisches Element noch drin. Und dann könnt ihr den, sag ich mal, stramm anziehen, ohne dass er euch das Blut im Bein abdrückt. Das ist gut gemacht. Hier mit der Schnalle hat man es dann auch gleich dran und wieder weg. Was hier auch schön ist, das Ding hat hier auch nochmal so einen, ich weiß jetzt nicht, ob man es erkennen kann, einen Klingenschutz drin. Ne? Also ist eben so mit Samt ausgelegt. Sorgt dafür, dass sie sich eben leise ziehen und wieder reinstecken lässt und verkratzt dann auch nicht die Klinge, wenn irgendwas drin wäre. Ne? Und läuft eben ganz leise da rein und raus. Da hast du keinen Klacken oder irgend sowas. Klack, klack, ne? Wenn du das irgendwo auf der Wald im Jagd ziehen musst und du machst es hier klack, dann kannst du aufhören zu jagen, weil dann ist im Umkreis von einem Kilometer kein Wild mehr um dich rum. Ne? Also schön taktisch leise rein und wieder rauszusetzen. Ne? Sieht dann so aus, das Ding. Cool, also ich finde auch die Kydex ist geil. Zum wirklich Verwenden würde ich die Kydex nehmen, aber natürlich für die Präsentation und Design ist natürlich die Lederscheide wie beim Original irgendwie klassischer. Ja. Also gefällt mir richtig gut und ich muss sagen, bisher fand ich ja immer das Rambo 3 Messer am coolsten. Aber ich habe mir gestern, wie gesagt, nochmal die Videos angeschaut von einem, der es auch, das Original Gil-Hibben-Filmmesser dann, das Hibben neu vorgestellt hat. Und wenn du dann so die Verarbeitung dann von dort nochmal anschaust mit diesem roten Packer-Schichtholzgriff und ich glaube, ich habe hier mein neues Lieblings-Rambo-Messer gefunden, nämlich aus Last Blood, das MK8. Das MK9 ist natürlich auch super cool, auch dann mit dem Mikata und dem Braun natürlich sehr schön, aber ich bin halt auch wirklich eine, hier so, ne, die Bowie Hecht mit der schönen langen 2/3-Swatch. Ich bin immer so Fan, weil die Bowie Knives gefallen mir halt schon einfach schon immer gut, ne, hier so das klassische alte K-Bar, das ist einfach ein cooles Messer und hier das hier in Anlehnung auch an alte Messer aus der Vietnamkriegszeit, ist das natürlich super cool und die Verarbeitung von heutzutage ist natürlich kein Vergleich mehr zu den Filmmessern der 80er Jahre, die man so kaufen konnte. Geschweige denn das, was wir als Kinder hatten, die Messer vom Jahrmarkt. Wow, geiles Teil, schweres Messer, groß. Also das ist wirklich was für das große Abenteuer. Irgendwo im Dschungel und du sagst, du brauchst ein richtiges Werkzeug, dann nimmst du so ein Polforce Last Blood MK8 in der CNC Edition. Hochpräzise, super fein verarbeitet und eben nicht zum Custom-Preis, sondern noch für bezahlbare Messerpreis mit Lederscheide 3,29, 96 Euro kostet noch optional die Scheide dazu. Klar, auch kein Schnäppchen, aber hier kriegt man echt ein schönes Stück Filmgeschichte und ein gutes Messer für den Preis. Ne? Und wenn man heute sowieso mal die Preise anguckt, ich meine, für das Geld kriegst du ja nicht mal einen Smallsy Benzer. Und wenn ich dann da die Wahl hätte zwischen einem Smallsy Benzer und einem MK8, okay. Ich glaube, die Antwort wäre klar für jeden Rambo- und Polforce-Fan, zu was man dann da greift. Geil. Ich hoffe, das ging hier so ein bisschen mit dem Licht. Ist ja ein bisschen schwierig zu filmen. Muss ich ein bisschen umbauen für den großen Brocken hier. Da braucht es ein bisschen mehr Platz. Aber einfach nur geil an der Stelle. Dann nochmal ein ganz recht herzliches Grüß Gott an die ganzen Jungs und Mädels von Polforce. Und auch noch an den Mitarbeiter, der mich hier mit Informationen versorgt hat. Und natürlich noch an die ganzen Patch-Sets. Das kommt ja nämlich dann auch noch. Das werden wir dann hier jetzt so die nächste Zeit ausstrahlen. Muss mal gucken, wie ich es mit der Verarbeitung, mit der Ausstrahlung hinkriege. Vielleicht fangen wir dann gleich morgen damit an, dass wir mal das erste Patch-Set auf die Reise hauen. Da haben dann die Patch-Sammler-Fans und Polforce-Fans dann was richtig Cooles am Start, nämlich diesen Doppelsatz. Den hat eigentlich niemand, den hatten nicht mal die Leute, die sich Messer kaufen. Um einen Doppelsatz zu kaufen, musst du beide Messer kaufen, damit du beide Patches anschließend haben könntest. Aber die werden wir bei mir dann verlosen. Und dann habt ihr dann richtig cooles Accessoire. Und tja, wer wirklich auf das Ding steht, kann ich nur empfehlen,
bestellt euch eins, solange es die Dinger noch gibt. Wie gesagt, lieferbar sollen die dann in größeren Stückzahlen im Juni auftauchen. Und wenn man gesehen hat, dass die Custom-Modelle, so wie sie eben reintröpfeln, sofort weg sind und die CNC Tech Edition innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war, würde ich da mal nicht so lange warten, selbst hier mit der, ich sag mal, mit der Serienversion hier, sondern sofort zuschlagen, damit ihr dann auch ein Original Rambo Filmmesser besitzt. Ja, auf jeden Fall ein Sammlerstück, und ich kann euch sagen, wenn man sich so diesen Messermarkt heutzutage betrachtet, der ja total verrückt geworden ist und aus dem Ruder gelaufen ist, wenn ihr denkt, ihr kommt später mal am zweiten Mal günstiger dran, dann täuscht euch da mal nicht. Ich glaube das nämlich eher nicht, wenn man sieht, dass heute selbst für nicht mehr produzierte einfache Messer Sammlerpreise bezahlt werden, dann geht sowas mit Sicherheit irgendwann mal durch die Decke. Okay, Freunde. Ich weiß, ich habe euch gequält mit viel zu langer Einleitung, bis wir dann endlich mal das Messer angeschaut haben. Wenn es noch irgendwelche Fragen, Kommentare gibt, schreibt es drunter. Lasst ein Abo da, würde mich freuen. Vor allem könnt ihr dann mal die nächsten Wochenenden, wir werden jetzt mal so ein bisschen die Zeit überbrücken. Ich werde auch noch das MK9 mal zum Anschauen kriegen. Werden wir da auf jeden Fall ein bisschen die Zeit überbrücken mit ein paar coolen Last Blood Pole Force Patches. Okay, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Reinsehen. Wir werden kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Und ja, schreibt doch mal drunter. Habt ihr schon ein Rambo-Filmmesser aus früheren Filmen? Was ist euer coolstes? Würdet ihr euch das Ding holen, ne? Würde mich interessieren. Schreibt's drunter. Also, Freunde, wir sehen uns, ne? Dietmar Bohl, good job. Bye, bye. Macht's gut.